Und weiter geht's, ein letztes Mal für diese Session. Freunde, das war jetzt nicht mit... Rauchen. Natürlich, dieses geht los und Paschka geht eine schmökern. Wunderbar. So, Taubsi, du bist dran. Und auf den Kopf. Kopfnuss. Noch eine. Und zack. Manchmal ist dieser World Generator echt dreckig, ne? Wieso? Weil er einfach in der Wüste meint, er müsste einen Strand bauen. Also einfach eine Fläche ins Wasser rein, nur aus Kies, ja? Nur aus Kies. Ist doch schick. Nicht. Nicht. Schöne, lecker Möhrchen. Warte mal. Wenn ich jetzt mit meinem, ganz, mit meinem komischen hier... Was? Möhrchen? Ja, ich nehme gerade Möhrchen. Die habe ich aus dem NPC-Dorf. Achso. Ja, um das nochmal ins Leben zu rufen, ich würde gerne die Landwirtschaftsbeauftragte sein hier. Dann landwirtschaften Sie. Weil das ist so das Hauptsächliche, was ich immer in Minecraft mache. Landwirtschaften? Ja, quasi. Also ich baue mir Sachen... Aus Land. Zum Landwirtschaften? Ich baue an, ich züchte, ich schlachte. Gemein und fies im Hinterhält. Jetzt bleib ich. Abschlachten. Ja, sauber, ja. Ich habe übelst den Sniper-Shot mir geleistet hier. Von ganz oben auf der Flugplattform, da habe ich unten so ein Vieh getroffen. Kann jetzt von hier oben gemütlich bekämpfen, während mich die Kackviecher nicht kriegen. Ist das nicht so super? Ich wollte gerade sagen, so der kurze Moment, wo du einfach ruhig warst. Ja, ich habe gerade ein bisschen Schiss gehabt, aber geht alles. Alles cool. Übrigens, was ist das? Oh nein. Was ist jetzt schon wieder passiert? Der Creeper, der steht einfach neben mir und es explodiert. Dieser Schrei. Scheiße. Ey, das ist jedes Mal, dass ich mich ehrlich erschrecke. Scheiße. Oh. Mensch. Noch so ein Sniper? Ein bisschen tiefer. Wie einem Fliegen danach voll langsam vorkommt. Jetzt. Yes. Jetzt. Nein. Jawohl, wieder getroffen. Ja, genau. Ja, genau, Mama. Ist nämlich schon wieder ein Creeper explodiert. Super duper. Okay, irgendwie ist das ineffektiv. Nein, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Oh mein Gott, da ist ein Boss und ich will den killen. Weil, werte Damen und Herren, von Bossen kriegt man Entwicklungssteine. Oh. Oh mein Gott. Das Problem ist nur, dass wenn ich den jetzt angreife, dann snackt mich alles, was hier drumherum fliegt. Rennt, kreucht und fliegt. Mein Pokémon lernt gerade zweimal Aurora Beam. Ja, zweimal ist besser als einmal. Wollte ich gerade sagen, doppelt hält besser. Ne? Oh, ich hab. Oh, hier. Aurora Beam lernt Aurora Beam. Oh Gott. Was ist denn Aurora Beam? Hilfe, ich brauche jemanden, der mich beschützt beim Kämpfen. Wo bist du denn? Direkt an der Haustür quasi. An der Haus, wenn du an der Leiter runterkommst, dann links. Aber hier ist die Creme de la Creme der Monsterigkeit. Ja, Marc, da bleibt nichts anderes übrig, als zu fliegen. Soll ich vorbeikommen? Nein, ich will ja so ein... Auf. So ein Bossmonster hier besorgen. Dem will ich es besorgen, dem Bossmonster hier. Daneben, du Spast. Bringt das eigentlich was, mit dem Schwert zu blocken? Nein. Ja. Doch, bei mir nicht. Nö. Bei mir hat das noch nie was gebracht. Was? Achso, der DJ. Oh mein Gott. Hey DJ. So. Jetzt ist alles down. Jetzt. Schnell plappern. Wo haben wir denn? Reduziert den Schaden, den du kriegst. Nein, ich wusste, dass es passieren wird. Ich hasse diese Ficke. Mann. Ach, wer denkt sich denn sowas aus? Ich entwickle Pokémon. Und dann. Oh, okay, das war aber meine Schuld, weil mich das Vieh angegriffen hat und, ne? Ich werde auf Hauptsache angegriffen. Hilfe! Ist mir egal, stirb. Essen! Lisa! Was? Ich brauche Essen. Du Wichser, ey. Ich hau dich mit der Hand kaputt. Ja. Warte, ich back heute mal ein paar Kartoffeln. Hier in dem Ofen. Lässt du den wohl in Ruhe, Sau? In dem rechten unteren. Level 13 braucht doch keiner. Nehmen wir Level 5, ist doch viel schöner. Man kann viel mehr erreichen. Davon ist der Boss, den ich fisten wollte. Ja, aber da ist voll die Zombie-Arme. Oh, genau, ich habe Bücher gefunden. 42 Stück. Bücher? 240 Bücher? 240.000 Bücher, ja. Wie das denn?
Das ist natürlich einiges, ne? Michael, musst du mir jetzt erklären, wie hast du so viele Bücher gefunden? Pass auf, ich versuche dich zu beschützen, aber ich habe kein Schwert. Nein, ich habe 42 gefunden. Dann nimm eins. Wie findet man denn 42 Bücher? Ich greife jetzt an, okay? Ja, ich versuche dich zu verteidigen. Jemand in so einem komischen aufgeht und sagt, oh, da habe ich ja Bücher gefunden. Aber hier randaliert wieder einer. Brauchen wir jetzt auch endlich mal eine Kiste, ey. Ja, jetzt müssen wir erstmal. Jetzt habe ich ein Problem. Ein Buch über unsere Minecraft-Erlebnisse niederschreiben. Okay, also du hast den nächsten Erfolg. Warum kann ich die Kiste nicht hinstellen? Du machst das gut. So, der Future, weil er gerade aufnimmt, fängt an. Womit jetzt? Mit Schreiben? Mit Schreiben. Ich kann nicht, ich versuche gerade verzweifelt so einen Kack-Volteball-Platz zu kriegen. Oh, das sieht gut aus. Einer noch? Halt durch. Oh, ich schaff das nicht mehr. Ich bin fertig, ich hab's geschafft. Jetzt, ich sterbe jetzt. Okay, da kommen aber Creeper. Okay, jetzt lass uns laufen. Ich hab vom Level 43er habe ich 2000 Erfahrungen bekommen. Mein Vieh ist hinter dir, ist eine Spinne. Lass uns laufen von hier. Aber ich weiß nicht, wo lang sind überall Creeper. Richtung Treppe. Ich geh jetzt einfach stiften. Oh, ein bisschen Erfahrung, was noch übergeblieben ist. Hey, hey. Geh stiften. Geh stiften. Nein, wieder angegriffen worden. Jetzt regt's mich auf. ich bin weggekommen. Dankeschön. Reg mich auf. Und rein in die gemütliche Pascha, Basis. Kartoffeln sind fertig, ne? Irgendwer hat natürlich bevorzugt, die Tür aufzulassen. Tür zu. Ich bin ja hier. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier gefunden haben. Also, einmal TM24 Donnerschock. Dann Bulldoze, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist Psychokinese und Steinkante. Das war's? Das ist ja low. Ja, ist okay. Also, ne? Hast du schon wieder einen Pfeil im Kopf? Ich kann sein, ja. Das hier oben rechts ist meine Kiste. Ja? Wie? Ja, ich brauch jetzt auch mal endlich so eine Ramschkiste. Ja, aber das ist. Ne? Da kommt nur TMS. Paschka, du wolltest was fressen. Alles, was man von Dingens bekommt. Und hier, beim Essen Fischer. Spricht man nicht. Direkt die Kombo. Hier, Fischer, wenn, dann musst du jetzt auch anfangen zu schreiben. Wie, was soll ich denn? Moment mal. Aber nicht auf sein klicken, sondern auf dann klicken. Die Gemeinschaftskiste ist zu klein. Moment. Warum ist da jetzt 1, 2, 3. Ich habe die Befürchtung, dass dieses Stolunia total viel Erfahrung braucht irgendwie. Ich habe jetzt gerade mit dem Vieh Level 43er platt gemacht mit der Unterstützung von Luina. Und es hat ihn nicht im geringsten gejuckt, levelmäßig. Na, wollen wir Stress machen? Ja? Putz, Junge! Voltor ab. Unsere Apricoco-Farben sieht noch ein bisschen schwach aus, muss ich sagen. Ey, nicht du sollst alleine. Paschka rennt wieder auf seinem Highspeed-Vieh. Hier, guck mal. Hier. Leiron. Ja, das ist Stahl. Das ist schwach gegen Typ Kampf und Typ Feuer. Und gegen Typ Pflanze. Keine Ahnung. Oh, es läuft aber durchgehend weg, das Behinderte. Level 47, das schaffe ich nicht. 41. Ein Schleim. Was Level bist du, mein Freund? Oh, Fito. 48. Ne, das ist tatsächlich ein bisschen sehr hoch. Schon wieder 6 Schleims. Ja, töten sie und hab ich. Sie. Hab ich. Was kann man damit machen? Irgendwelche Pistenzeug. So Paschka-Zeug, was der gerne damit bastelt. Richard! Hast du einen Evoli gefunden? Bitte? Hast du einen Evoli gefunden? Ja, ich habe ihn aber schon gefangen. Noch auf der alten Insel. Ui, ui, ui. Ist total süß. Süß. Na, du grüßt Arsch. 2 kleine Robbenbabys. Was denn so ist das so? Süß. Ich frage mich echt, wie man wirklich. Ich glaube, das ist schon jahrelang. Eine Frau mit so einem Sprachfehler im öffentlichen Fernsehen duldet. Dafür zahle ich GDZ. Aber, nicht gegen Menschen mit Sprachfehler, aber im Fernsehen. Aber sie hat, glaube ich, was dagegen getan. Das ist nicht mehr so stark. Noch süßer? Nein. Du bist dran.
Komm. Schmoggeln, Schmoggeln, was soll denn das? Wie ich seit 20 Minuten hier mit der Kippe im Maul rumsitze und immer noch keine rauchen. Was denn da? Nein, jetzt habe ich alles mal reingesetzt, scheiße. Och, meine Fresse. Ach ja, ne? Komm, stirb. Mit Ü. Charmeleon. Geh kaputt. So. 36, 39. Warum zum Fick entwickelt sich das denn? Also, beziehungsweise levelt das nicht mal auf? Ja, ich brauche 2200. Oh Gottchen. Und du? Kriegen die Pokémon, die im Kampf sterben, trotzdem noch XP? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nur wenn du angegriffen wurdest. Also, wenn du selbst. Achso. Ne? Achso. Ja, Mensch. Ja, guck, ach, schau. Ach, sieh, ach, tu. Ach, schau einmal. Ach, du! Oh, fuck. Ja, ich würde langsam gerne mal wieder in Richtung Fangen gehen. Boah, Alter, jetzt komm her, du Strecksviech. Das kann doch nicht ja, wahr sein. Ja, dazu ist unsere Pokéball-Familie. Wie heißt Firespin hindert es am Fliehen, ne? Oder war es Ember? War das am Fliehen? Bin hier, von Vulpix. Fähigkeit, dass der Gegner nicht mehr fliehen kann. Ja. Firespin oder Ember? Ember ist Glut. Und Firespin ist, glaube ich, Flammenrad. Die sind beide ziemlich gut. Ich meine, was. Gab es da irgendwas, was. Jetzt gerade mit einem Level 21er an Arbok Level 49 besiege. Not bad. Ich habe trotzdem die Frage noch nicht ganz verstanden, wie du das meinst. Der hat doch so eine Fähigkeit, oder nicht, dass er nicht mehr. Kann der Gegner, ne? Ja, kann sein. Wer ist dann damit? Ja, ich wollte den Namen wissen. Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass das auf Deutsch Horrorblick heißt. Schämen Sie sich. Bums. Willkommen bei Ich schäme mich. Mit Peter Thoms und das bin ich. Jetzt brauche ich einen Pickelball, weil ich möchte jetzt unbedingt mal wieder was fangen, Freunde. Das sollte doch noch drin sein zum Ende der Aufnahmesession hier. Eine Frage, gibt es da im Ende gibt es da auch ganz besondere Pokémon, oder? Ich habe null Ahnung und ich habe mich außerdem schon wieder verlaufen. Im Ende habe ich bisher kein einziges Pokémon gesehen. Warst du schon mal im Ende? Ach, im Ende. Nee, ich habe das jetzt mit Neta verwechselt. Ja, ich meine ja. Im Ende, im Nether wird es vier neue Pokémon geben. Paschka, hier jetzt ist so ein Pokémon mit zwei Türmen und drei Kreisen am Körper. Wofür sucht er die denn überhaupt? Lava. Kannst du den einfach Lava. Die droppen Lava oder was? Oder ja, kann man die abzapfen? Einmal einfach. Echt? Ach nee. Ja. Wie geil ist das denn? Es ist mir auch erst aufgefallen, als ich über so ein Teil rübergeflogen bin, von oben runter geguckt habe und gesehen habe, dass in komischen Hörnern oben drauf bei Teilen Lava drin ist. Das sind so diese kleinen, aber feinen Details, die mir so schmecken an dieser Mod, weißt du? Dass du Miltank Milch abzapfen kannst und so. Ja, das oder ist einfach. Wenn man es im Pokémon-Fight tötet, dass es dann Leder droppt. Ja. Finde ich einfach cool gemacht irgendwie. Ja, das stimmt. Da ist noch ein wildes Vollriegel. Hier. Dort. Oh, ein Apfel. Willst du es haben? Erstmal eine Pokémon hier. So, soll ich es bewachen, dass es nicht abhaut? Das ist Level 11. Ich habe schon fast keine Pokémon. Wäre auf dem Low-Level, um die zu fangen. Ich finde es ja, mal so ganz cool, wenn wir so langsam mal ein Pokémon-Center finden, wegen Computer. Wir können doch einen selber bauen. Ja, wie? Was? Ja, ich tappe jetzt nicht nochmal raus. Ich habe gerade schon rausgetappt. Hier, über den Hügel drüber. Oh, eine Lederhose. Komm, dort. Da ist es. Voltorb. Na gut, stirb. Hier kommt jetzt aber gleich meine Farm hin, ne? Das wisst ihr schon. Ja, wir kämpfen ja gerade noch hier. Gut. Toll. Was denn, was ist? Welches Pokémon ist Level 17? Wie soll ich denn das? Das so will ich mir auch gerade immer überlegen, ob das nicht eine scheiß Idee ist, eigentlich die alle gerade so hoch zu trainieren. Wenn man doch eigentlich. Ernsthaft, ja. Hast du eventuell ein Pokéball für mich? Was? Ich habe nur zwei. Das ist ja genug für einen für mich und einen für dich. Ja, wenn ich es dann fange. Na gut, beobachten wir denn die wilde Harz. Was ist das denn? Wieder so ein kleines, aber feines Detail, was ich euch zeigen möchte. Dass die rauskommen können. So, versuchen wir es nochmal. Habt ihr gesehen, wie es rot wurde und immer kleiner?
Und hier sieht man am Ende, wenn Faschka nicht im Weg gestanden gut, hätte, wie der Knopf sogar rot wird, falls es dann letztendlich gefangen wird. Ich hab... Achso, der Knopf. Vom Pokéball. Faschka, nein. Okay, heißt, wir haben jetzt keine Pokébälle mehr, ja? Nee, ihr müsst euch welche machen. Und ich bin ja anscheinend zu doof dafür. Zum was? Wegen der zu machen, ohne dass die Scheiße dann in die Lava fällt. Na bitte. Keine bösen Wörter. Oh Gott, da ist ein Muschas, das hätte ich gern gehabt. Ja, dann klöppel die doch einfach gleich mal. Ja, bis dahin ist ja voll nicht abgehauen. Ist ja nicht so, dass die noch ein paar Mal auf. Ne, einmal und nie wieder. Ist, ne? Boah, ich hasse das, wenn es so verbuggt ist, dass man diese Kackklötze hier nicht aufheben kann. Ja, Level 43er Pipi, jung. Ist schon wieder irgendein Zombie. Ich glaube, ich möchte einen Pikachu haben. Wo findet man die, in welchem Biom? Ich hab eins. Du hast eins? Ja. Du Schlumpf. Selber Schlumpf. Selber, lachender Käfer. Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken. Lasst mich denken. Fertig. Stille. Ich muss denken. Stille. So, was wollte ich jetzt machen? Check. Check. Ja, mein schwächstes Level 18. Das ist jetzt schon scheiße irgendwie. Okay, führt kein Weg dran vorbei. Ich muss selber klöppeln. Also, jetzt dann an die Klöppelkiste. Geh weg. Da brauchen wir einmal die. Ich werde sterben, wenn ich nichts esse, ne? Die für. Ja. Das für. Nee. Hast du den Hammer wenigstens da gelassen, Paschka? Wow, nein, wie ist denn Paras? Ja. Oder wo ist denn der Hammer? Parasekt. Torwart wieder zurück, weil. Parasekt oder Paravodka? Parasekt. Parasekt. Das hört ja kacke an. Ja, so, Moment, ich muss nachdenken. Wasser wässert wie weit die Felder? 5, glaube ich. 4 oder 5. Aber die brauchen kein Wasser, die Bäumskis. Nein, ich will nicht die Bäume machen. Meine doch 7 oder nicht? Da oder 8? Da ist der Paschka mit dem Hammer für mich. Da ist der Paschka mit dem Hammer für mich. Nee, stimmt gar nicht. Warte mal. Da ist der Paschka mit dem Hammer für mich. Okay, 8 ja, Stück, sag ich mal. So, jetzt kann ich hier weg, ne? 8 Stücks. Paschka. Moment mal, ich will mal was austesten. Komm mal her. Wo ist der jetzt hin? Ich flippe hier noch aus. Paschka, wo bist du? Wo bist du zur Hölle? Da kommt er wieder angerast. Oh Gott, ich bin aus der Tür. Jetzt hängt an der Decke fest. Ich will mal gucken, ob ich auf deinen Vieh draufsteigen kann. Ernsthaft, mach mal kurz, hol das raus. Ne, geht nicht. Krass. Ist aber echt witzig. Guck dir, guck mal vom hier, von dem Teil runter, hier, von dem, von der Terrasse. Warte. Gib mir vorher noch den. Das schwimmt auch total schnell, kann das sein? Ja. Würdest du mir jetzt diesen fucking Hammer geben? Oh, na, okay, ich hatte nur wieder. Wie er mich trollt, ne? Ab geht's, Glurak. Paschka. Also bist du runter? Da ist er. Stopp. Oh, bist du hier unten? Halt. Hier. Nein. Ja. Dankeschön. Schwert bleibt als Gebühr. So, jetzt habe ich endlich den Hammer, aber die Folge ist leider schon wieder vorbei. Bedankt euch bei Paschka und tschüss. Nein, Spaß. Wir wünschen euch eine erholsame Zeit, welcher Tag auch heute immer sein mag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.